Ja, moin moin und herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz vor dem 21. Spieltag, an dem der HSV am Sonnabend um 18.30 Uhr den SC Freiburg im Volksparkstadion empfängt. Wir erwarten ungefähr 48.000 bis 50.000 Zuschauer zu dem Spiel. Und ich begrüße natürlich auch herzlich unseren Cheftrainer Markus Gisdol. Markus, werfen wir einen Blick auf unseren Kader, unsere Personalsituation. Die beiden verletzten oder angeschlagenen Spieler waren zuletzt Porat und Gregoritsch. Kannst du kurz sagen, wie es bei Ihnen ausschaut und ob sonst alle zur Verfügung stehen? Ja, beide haben ja mit einer Bänderverletzung zu tun gehabt in den letzten Tagen. Bei Finn ist es sicher so, dass es noch kein Thema sein kann fürs Wochenende, dass er noch ein Stück weit aufholen muss und auskurieren muss. Bei Michael kann ich es noch nicht richtig abschätzen. Er hat gestern das erste Mal so teilaktiv, sage ich mal, mit der Mannschaft trainiert und hat da einen guten Eindruck hinterlassen. Ich glaube, der Fuß hat auch nicht reagiert hinterher. Deswegen muss schauen, was heute und morgen vielleicht noch für ihn möglich ist. Und dann müssen wir überlegen, ob es fürs Wochenende dann schon Sinn macht, ihn dazuzunehmen. Danke, Markus. Dann bitte ich um Ihre Fragen. Kurzes Handzeichen. Fang an bei Britta Körber von der dpa. Wollen wir die nochmal wiederholen? Nochmal? Mikro an, genau. Ja, ich wollte ganz aktuell fragen, Sie waren ja gestern beim Handball im hohen Norden, ob Ihr Ausflug Ihnen aktuell fürs Wochenende mögliche Impulse oder vielleicht ein paar Ideen mitgegeben hat. Nee, es war wirklich eine willkommene Abwechslung. Ich schaue mir gerne andere Spitzensportarten auch an. Und gestern war es so, dass ich wie bekannt ist, einen sehr guten Kontakt zum THW Kiel habe, zum Trainer, zum Alfred und zum Thorsten Storm. Und deswegen war da ein Besuch mal wieder fällig, nachdem ich vor 8 oder 10 Monaten dort war und die Rückeinladung auch noch aussprechen wollte, dass Alfred auch jederzeit hier willkommen ist, um bei uns mal den einen oder anderen Tag auch zu verbringen. Es interessiert ihn auch sehr. Und wenn es die Zeit zulässt, wird er sicherlich dann beim Fußball mal reinschauen und zu uns kommen. Weitere Fragen? Thorsten Vorbau vom NDR Fernsehen. Herr Gisdol, wie ist es nach drei Siegen in Folge mit der Mannschaft umzugehen? Die Euphoriebremse braucht man nicht, glaube ich, großartig zu treten. Sind Sie sowieso einer, der den Ball da flach hält. Aber hat sich da was verändert? Geht man anders zu Werke? Muss man anders auch in die Köpfe reinschauen? Es ist eigentlich immer gleich. Du musst immer voll auf Sendung sein. Du musst immer absolut beobachten, ob es Ausschläge gibt in die eine oder andere Richtung, Nachlässigkeiten oder auch überzogene Situationen. Das ist aber im Misserfolg eigentlich genau das Gleiche. Du musst es genauso beobachten. Nur ist halt natürlich die Grundstimmung dann ein bisschen positiver. Aber manchmal ist es auch gar nicht unbedingt leichter, in so einer Situation das richtige Niveau weiterzuhalten und die richtige Spannungslage weiterzuhalten. Deswegen ist es jetzt für uns auch ein Stück weit eine Herausforderung, ja, nach erfolgreichen Spielen genau auf der Spannung auch zu bleiben, die wir zuletzt hatten. Ist vielleicht ein bisschen ungewohnt, die Situation, aber eine unangenehm ungewohnte Situation. Deswegen, angenehm, ungewohnte Situation, ja klar. Ja. Kai Schiller vom Abendblatt. Sie haben eben gesagt, dass man als Trainer immer auf Sendung sein muss, ob es Ausschläge gibt bei den Spielern. Gab es denn Ausschläge? Also mussten Sie mal hier und da dem einen oder anderen Spieler erklären, dass es halt nicht von alleine läuft? Oder war das alles ohne Probleme nach diesen 3 Siegen? Das ist keine besondere Situation, dass der Trainer eingreift in der Trainingswoche. Und das ist in jeder Trainingswoche so. Das ist nie so, dass alles glatt läuft, sondern es geht eigentlich kein Tag rum, da in dem nicht Situationen auftreten, mit denen du vorher vielleicht nicht gerechnet hast, Verhaltensweisen oder sonst was. Es ist einfach eine große Gruppe, die wir haben. Deswegen denke ich, ist es eine wichtige Aufgabe des gesamten Trainerteams, hier hellwach zu sein und hier immer zu schauen, wo man vielleicht die Leitplanken ziehen muss, beziehungsweise wo man vielleicht auch Anregungen geben sollte. Aber grundsätzlich mal ist die Mannschaft fokussiert. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie aktuell euphorisiert ist, sondern sie ist fokussiert. Und das
War gestern zum Beispiel ein sehr gutes Training, was wir abgeliefert haben. Und wenn wir nochmal zwei so gute Trainingseinheiten abliefern wie gestern, wenn wir das heute und morgen nochmal hinbekommen, dann glaube ich, sind wir auch bestens vorbereitet fürs nächste Spiel. Kai-Uwe Hesse von der Bild-Zeitung. Ich fange erstmal ganz einfach an. Papadopoulos hat ja gestern einen Teil mitgemacht, draußen auf dem Platz. Ist er 100%? Ja. Geschlossene Frage ist gut. Simon Brasch von der Mopo. Herr Gistel, 4 Siege gab es zuletzt, 4 Siege am Stück 2009. Da waren es dann sogar 6 Siege. Jetzt werden Sie sagen, also Serien interessieren Sie überhaupt nicht. Ich frage trotzdem, wie schön ist es mal wieder in solche Sphären zu gelangen? Und wissen Sie eigentlich, was Ihre längste Siegesserie als Trainer im Profibereich ist? Nee, also meine Serie kenne ich nicht genau. Also ungeschlagen war mal ein bisschen länger, glaube ich. Ja, war mal einige Spiele. Das ist in Hamburg schon ein Weilchen her. Ist natürlich, dass man ein paar Spiele am Stück gewonnen hat. Ist okay, aber es ist ja auch, glaube ich, ganz lange her gewesen, dass man ganz viele Spiele am Stück verloren hat. Deswegen wird es ja auch Zeit, die andere Seite zu bedienen. Das eine haben wir ja schon gemacht in der Saison. Kai Behmann von der Welt. Herr Gistol, Heribert Bruchhagen hat nach dem letzten Spiel in Leipzig gesagt, dass jetzt gegen Freiburg sowas wie eine kleine Reifeprüfung auch ansteht, zu schauen, wie man gegen einen Gegner spielt, der wahrscheinlich anders auftreten wird als Leverkusen und Leipzig zuletzt. Sehen Sie das ähnlich? Und wenn ja, was ist nötig, damit Ihre Mannschaft diese Reifeprüfung auch erfolgreich besteht? Ich weiß nicht, ob man das irgendwie jetzt besonders bezeichnen sollte. Ich kann sagen, dass wir gegen eine Mannschaft spielen, die aktuell, glaube ich, Achter ist in der Tabelle, die Unbeschwertheit und die Leichtigkeit des Aufstiegs gut mitgenommen hat in die Saison und natürlich in Freiburg unglaubliche Ruhe immer herrscht. Ja, und das natürlich so ein Stück weit auch das Erfolgsgeheimnis ist der Freiburger, die hier völlig unaufgeregt durch die Bundesliga gehen und hier spielen. Und deswegen hast du natürlich immer wieder die Schwierigkeiten, egal welches Team gegen Freiburg antritt, dass zunächst einmal ein relativ kleiner Name, aber eine große Leistung immer zu bezwingen ist. Und deswegen spielt man vielleicht manchmal nicht so gern gegen Freiburg, ja? Weil du weißt, da kommt ein richtig dicker Brocken auf dich zu, aber von der Wahrnehmung ist Freiburg immer noch nicht da, wo sie eigentlich hingehören. Weil sie, bis auf die Ausnahme mit diesem unglücklichen Abstieg, den sie gemacht haben, in den Jahren ja oft auch sogar international sich qualifiziert hatten und immer über den Erwartungen gespielt haben. Deswegen, das ist eine Mannschaft, die von der Wahrnehmung meiner Ansicht nach viel zu schlecht wegkommt, sondern viel, viel besser ist, als man es denken könnte. Nochmal Thorsten Vorbau, NDR Fernsehen. Herr Gistol, mich würde noch mal interessieren, wie es Hamburgs Lieblingsbrasilianer Wallacy geht. Sie waren erstaunt, wie körperlich fit er war, nach einer relativ kurzen Vorbereitung, die hat er ja gerade begonnen. Präsentiert sich auch bärenstark. Haben Sie Angst, dass der noch mal ein Loch fällt, ein bisschen später, oder dass er das Niveau auch tatsächlich halten kann jetzt? Kann ich noch nicht absehen, weil ich sehe ihn aktuell im Training. Da hat er nach wie vor immer noch auch Anpassungsprobleme, das muss man einfach auch sehen. Es kann auch nicht von heute auf morgen sein, dass du von der brasilianischen Spielweise in dieses vielleicht intensivere Training in Deutschland auch nahtlos dann Fuß fasst. Aber er macht es im Spiel immer wieder sehr gut. Ja. Und auch in den Trainingsspielen macht es gut. Aber es kann durchaus sein, dass er auch nochmal durch ein Tal durch muss. Das würde ich ihm auch jederzeit zugestehen. Aber aktuell sieht es nicht so aus, sondern er macht wirklich da einen guten Eindruck. Kai Schiller nochmal vom Abendblatt. Nach dem Sieg gegen Leipzig wurde in allen Fernsehsendungen Ihre Zukunft auch diskutiert, also bei Sky 90 mit Herrn Bruchhagen, bei Sportclub mit Herrn Todt. Wie sehen Sie das? Interessiert Sie überhaupt nicht oder doch irgendwie ein bisschen? Oder ist das ein Thema für Sie oder keins? Natürlich ist es ein Thema für mich, sehr klar. Zunächst einmal, ich muss vorausschicken, ich bin sehr gerne hier Trainer in Hamburg. Und ich freue mich auch über das Vertrauen, das der Verein mir ausgesprochen hat.
Und wir haben auch uns verabredet, dass wir, oder ich habe dem Verein auch signalisiert, dass wir darüber sprechen können, dass es in den nächsten Wochen auch sicherlich Gelegenheit gibt, da über dieses Thema zu sprechen. Aber es hat nicht oberste Priorität. Ich finde, es ist für uns das Allerwichtigste, dass wir uns nicht 1% ablenken lassen durch Vertragsgespräche oder irgendwelche andere Dinge und nicht uns 1% ablenken lassen von unserem größten Ziel. Und das größte Ziel ist in dieser Saison nichts anderes, als wie den Klassenerhalt zu schaffen. Und da gibt es dann immer wieder Schwierigkeiten, dass du vielleicht dich in solchen Momenten irgendwie ablenken lässt, und das darf uns nie passieren. Deswegen, wie gesagt, ich habe signalisiert, dass wir dort sprechen können. Aber da bitte ich auch euch um den notwendigen Respekt, so zu handhaben, dass wir da nicht jeden zweiten oder dritten Tag nachfragen, wie Stand der Dinge ist, sondern wir werden das angehen, und dann werden wir zum gegebenen Zeitpunkt dann was verkünden. Aber oberste Priorität und Konzentration, und das ist ganz wichtig für uns alle, die muss absolut die Arbeit mit der Mannschaft haben. Axel Hesse von der Sportbild. Eine Rückfrage: Wenn Sie sagen, die Vertragsgespräche müssen hinten anstehen, gilt das auch für Ihre Spieler? Das müssen Sie den Verein fragen, da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Das müssen Sie Jens Todt und Herbert Bruchhagen fragen. Thorsten Vorbau. Eine Frage: Bakary Jatta, ein Jahr ist der jetzt hier. Wo steht der Junge? Auf jeden Fall bei uns im Kader. Ja, es ist für den Junge, ich sage mal, ein richtiger Kulturschock ja gewesen, ja, ich sage mal, von null in den Leistungsbereich zu kommen. Und ich sehe bei dem immer wieder wirklich Sachen, wo du sagst, okay, mach dir Hoffnung für die Zukunft. Ja, das ist ein Spieler, der vieles hat, aber das halt noch nicht zuverlässig und beständig hat. Ich glaube, Baka ist ein Spieler, wo wir dann auch mal irgendwann drüber nachdenken müssen, wenn diese Saison rum ist, ob es vielleicht so ein Zwischenschritt, ihn mal irgendwo auch auszuleihen in eine richtige Spielklasse, wo er dann auch einen guten Spielrhythmus findet, nicht nur in der Regionalliga, wie er es jetzt bei uns macht. Und es ist für jetzt gut, aber ich glaube, gerade für so einen Spieler ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man da mal über so einen Zwischenschritt dann nachdenkt, ja, um mit ihm dann wirklich große Schritte voranzukommen. Ich sehe, es sind keine Fragen mehr offen. Dann herzlichen Dank für das Interesse an der heutigen Pressekonferenz und schönen Tag noch. Danke.